So, guten Tag im neuen Haus. Jawohl, Servus und habe die Ehre, wieder einmal zu einem Einblick ins pure Landleben aus dem Kronvalley. Jawohl, heute bin ich mal wieder im Garten herast. Ist ganz selten, weil momentan ist der Borkenkäfer wieder unterwegs. Da haben wir den Rast im Holz und schnalzen ein paar Bäume um. Und jetzt bin ich auch mal wieder da, weil meine da Wachstauern und schaut es euch an. Schaut doch gut aus, oder? Die großen hinten bleiben schon. Möchtest gar nicht glauben, ich zeig's euch einmal. Kommt mal her. Ja, die kleinen, die haben ein bisschen schlechter benannt. Aber die haben auch schon ein paar Blüten angesetzt. Und die großen, die haben auch schon Mordsblüten da, also Fastblüten. So schaut das aus, die ganze Geschichte. Wunderbar, gell? Ja, jetzt sind sie auch schon fast 1,40 hoch, würde ich sagen. Das ist die Virginia. Die ist als einzige, hat die überlebt. Und die sind alles Havanna Tabak. Die Reihe, die wird's da seht. Die Reihe, die habe ich nicht gedüngt. Und die da hinten. Die Reihe, die habe ich gedüngt mit Hähnemist. Also, wächst viel, viel besser. Wenn man sich die anschaut, das ist ja schon ein brutaler Vergleich, gell? Ansonsten schaut es im Garten auch prachtvoll aus, gell? Da hinten Kürbis, der ganze Pfleg, der hat sich im März ausbreitet. Na, da haben wir einen ausgewachsenen Salat, den heben wir uns jetzt auf für die Sommer, dann haben wir da wieder Sommer für nächstes Jahr. So schaut der ausgewachsene Salat aus, Kopfsalat. Ja, und der Kürbis, der geht bis der Führer, das möchtest du gar nicht glauben. Bis der Führer, der ganze Tal da, alles Kürbis. Na, da haben wir noch was da und dahinter auch noch. Aber die Süßkartoffel kommen rein. Habe ich auch ein Video gemacht, wenn wir die gepflanzt haben. Ich verlinke es euch einmal in der Videobeschreibung, wenn wir Süßkartoffel da eingepflanzt haben, vorgezogen und noch da eingepflanzt, haben sie auch prächtig entwickelt. Ja, und ansonsten natürlich Bohnen. Bohnen haben wir auch schon kiloweise oben. Also das ist heuer ein brutal gutes Bohnenjahr. Ja, Stangenbohnen. Und ansonsten ja, Zucchini. Zucchini haben wir auch schon oben. Richtige Waschel. Und haben auch noch eine Droh. Die kommen schon. Jetzt ist. Ja, die kommen schon. Und ansonsten, ja, eine Zwiebel haben wir schon außer, dass sie nicht erstuckt. Bei den Erdäpfeln schaut es schlecht aus, Krautfäule, alles. Aber die waren relativ gut schon weiterentwickelt. Die haben sie schon gut entwickelt gehabt. Ich glaube, dass die in der Erde drinnen schon relativ groß sind, da hinten. Aber sonst Krautfäule, alles befallen, aber die Tomaten in dem Tomatenhäusl drin, alles voll Krautfäule, ist ein schlechtes Jahr für Tomaten. Ganz ein schlechtes Jahr. Ich zeig's euch gar nicht, weil das ist, da kriegt's Albträume. Aber wir haben es jetzt einmal drin lassen. Es sind einige Tomaten drin, in den zwei Häuser. Da haben Paprika drin, da haben Tomaten drin. Da haben einige drin, die werden auch noch rot, aber wachsen dort nichts mehr Neues. Also, dieses Jahr ist ganz Macher von Tomaten. Wenn wir schauen, dass wir da auch zusammenbringen, dass wir wieder Tomatensauce einkochen und eingefräsen, so wie es wir aber machen, dass wir im Winter auch was Gutes haben. Ne? So ist das. So, jetzt haben wir die Tomatenstauern da, auch im Außenbereich, Krautfäule, alles volles Krautfäule, aber hinten dran. Ein paar haben schon hier, aber ein paar haben noch gut. Die werden noch rot, nach und nach. Aber, wie gesagt, wachsen dort da nichts mehr. Alles verdiert, tote Pflanzen. Da war alles komplett mit der Krautfäule. Hat Krautfäule alles geholt. Ja, schaut euch mal die Tomaten da. Eine riesen Tomaten, aber leider natürlich mit der Krautfäule hat die keine Chance nicht. Ne? Ja, von was kommt das? Es ist einfach zu nass.
heuer. Es ringt und ringt und ringt und so richtig austricken wird es nicht, so richtig heiß wird es nicht mehr. Jetzt heim ist wieder wunderbar, schaut euch den Himmel an. Ist wieder wunderbar, aber wenn es natürlich auf eine Woche jeden Tag 20 Liter ringt, dann ist das einfach zu voll. Ja, so schaut ein ausgewachsener Salat aus. Der muss jetzt da noch seine Blüten, wenn jetzt noch ein bisschen eintricken, dann können wir da wieder einen Samen dann rausholen für nächstes Jahr. Und so ist der Kreislauf geschlossen. Und jetzt ist das Trauerspiel mit den Kartoffeln. Schaut euch den Kartoffelacker an. Alles mit der Krautfäule kaputt. Aber ich habe schon ein paar ausgestochen. Da haben unten auf jeden Fall Kartoffeln dran. Die langen uns für das Jahr. Aber es ist natürlich ärgerlich, dass die Krautfäule alles holt. Radibuts, restlos, alles weg. Ne? Schade. Ja, der Lauch kommt auch, der geht auch weiter. Und da haben wir noch unsere Chili und unsere Paprika im Außenbereich. Die kommen brutal gut. Schaut euch einmal das Prachtexemplar an. Paprika. Na Chili, da bin ich absoluter Fan davon. Wenn es irgendwelche Chilisorten hat, die will ich jetzt noch nicht kennen, dann schreibt es einmal in die Kommentare rein. Ich habe Habanero und sonst normale Chilis. Welche habt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, schaut euch die an. Die sind wunderbar heuer wieder. Gell? Ein bisschen Braus noch einmal habe ich schon nicht probiert. Die pfeift, da pfeift der Strops. Ja, schaut euch die an. Die Paprika. Da haben die Chilis drauf. Grünkohl. Sehr prachtvoll, gell? Ja. Brokkoli hat auch schon angesetzt. Das wird auch ein mächtiger Kopf, meine ich. Mhm. Ja, hab ich noch was? Da haben wir schon da beim Wirsing. Jawohl, und schon steht's da unser neues Hühnerhäusl, unser Hühnerstumm, Hühnerstall, wie man halt sagt. Ne? Haben wir jetzt die letzten zwei Wochen hingebaut und jetzt ist das vierte. Ja? Ganz einfache Konstruktion aus einem alten Paletten, dass man es mit der Staplerkabel aufnehmen kann und verrucken kann. Es ist nicht fest, war dran, weil das wollte ich nicht. Dass es ein bisschen modularer ist, dass man es versetzen kann, weil ich möchte, dass die Hähne natürlich dann irgendwann im Garten drinnen sind, dass die in ein Geschäft da rein verrichten, auf gut Deutsch gesagt. Dass das Ganze sich selber düngt. Nicht? Jawohl, dann kann man dann, wenn der das Gemüsebettel angeerntet ist, die Hähne da reinladen, dann können die ein Geschäft verrichten und dann muss ich den Mist nicht da mit der Schubkarre reinfahren. Nicht? So ist der Plan. Ja, innen um die Paletten einfach einen Rahmen umgebaut, hochgebaut und dann gedämmt mit einer 3,5 cm Styropor und dann nochmal eine Außenschalung drauf gemacht. Ganz eine einfache Sache. Also Unterbredel, Oberbredel und dann das im Wechsel. Sauber verschraubt. Dann habe ich da noch Plexiglasscheiben rein. Da. Die sind richtig dicht. Und da vorne nur ein Fensterl, das wir mal aufmachen kann mit einem Gitter. Ja, ganz einfache Konstruktion. Mit einer Tür. Da schauen wir mal rein. Genau, so schaut es erinnert aus. Da ist das Fenster, das kann man einklappen und hochklappen. Zum Zumachen. Einfach ein Riegel her. Dann kann man neu drücken. Und dann ist das Fenster auch zu. Und so, dann haben überall Plexiglasscheiben drinnen. Und wenn es heiß ist, weil jetzt momentan warten wir das Fenster auf, dann können die alle bei wieder Luft kriegen. Da hinten habe ich noch eine kleine Hühnerstange. Momentan hupfe ich es da noch nicht rauf. Das ist noch ein bisschen skeptisch. Oh, da werde ich noch ein paar Stangen reinbauen, ein bisschen tiefer. Dann können sie sich da drunter verstecken und auch ein bisschen drauf umeinander
spülen. Ja? Innen, wie gesagt, Innenschalung, nur 3,5 cm Styropor und eine Außenschalung, dass das sauber gedämmt ist, dass es im Winter auch schön warm herin ist. Und wenn man Sand herinnert, sollte man eigentlich auch nicht mehr bei den Michalner, weil die haben so Federn an die Haxen dran. Und dann, wenn sie ein Geschäft verrichten, dann hängt das alles immer in die Federn drin, das ist nicht schön. Und darum ist der Sand relativ gut. Dann zeigt er die Feuchtigkeit aus und dann fällt der Träger sauber ab. Und die haben aber saubere Haxen. Ja. Hubelspar haben wir auch probiert, ist ganz schlecht, weil die teilweise dann das Zeug aufpicken. Und das ist wieder nicht so gesund für die. Von daher, Sand braucht er sowieso für den Kropf. Den fressen sie auch und mit den Sternl zermalen ja das Futter im Gerupf drin. Und dadurch ist das eine Quanti-Sache, würde ich sagen. Ja, da haben wir dann noch ein Bredel dort, den wir in der Früh aufmachen, dass sie nicht rausrumpeln. Und dann kann man da die Sache wieder zumachen. Und die sind sauber drinnen. Jawohl. Jawohl, und eine traurige Nachricht gibt es natürlich auch zum Vermöllen. Leider ist es so. Wo Freude ist, ist auch Leid. Gibt es eine traurige Nachricht. Da habe ich jetzt reingeschaut. In der Früh habe ich reingeschaut, wieder in den neuen Hähnerstall. Und alle putzen munter. Keins hat da erkrankt, nicht? Alle 14, topfit, einmal frei. Ja, dann schaue ich 2 Stunden drauf wieder rein. Um eine 11, um eine 10. Auf einmal sehe ich, dass eins ganz hinten in der Ecke steht und riert sich fast nicht. Ganz zusammengezogen, Federn aufgestellt und steht einfach dort und riert sich nicht mehr. Ja, jetzt bin ich natürlich erschrocken wie die Sau, ich sag's euch. Ja, was ist jetzt mit dem Viech? Weißt du, 2 Stunden? Innerhalb 2 Stunden, was ist jetzt da passiert? Ist irgendwie runtergefallen, haben sie es pisackt, haben sie es eingepickt. Hat einen Schlaganfall gehabt, weil es so durchgestanden ist und hat aber es auch so alt zum Ohr auch und auch das andere auch, aber zugemacht, also wie das gleich vorbei war, hat auf gut Deutsch gesagt. Und jetzt haben wir sie erkundigt. Unter anderem bei dem, da wo wir die Bruteier hergehabt haben, was die Sack hat und alle haben gesagt, das sind Kokzidien. Also Kokzidien habe ich nicht gekannt, habe ich nicht gewusst. Das ist eine Bakterie, die wo im Darmtrakt befällt von so Geflügel. Und die meinen, das sind Kokzidien. Natürlich haben wir auch nochmal einen Tierarzt gefragt, was der meint. Und tatsächlich, anscheinend haben das Kokzidien. Also haben tödlich. Wenn man nichts unternimmt, sind Kokzidien tödlich, also 80% der Fälle sterben meistens und 20% überleben. Also ist eine absolut tödliche Krankheit für Hähner. Gibt es auch für Schweine, für Sau
alles mögliche, aber die sind ein bisschen andere Bakterien. Aber unter die Hähne, die Kokzidien halt eigentlich gang und gäbe. Und die Jungtiere, die wo 5 bis 8 Wochen alt sind, wie jetzt unsere Mechalner, die haben da ganz stark gefährdet. Ja, jetzt ist uns natürlich alles ab, gell? Es geht natürlich alles in den Kopf um, was machen wir? Ja, jetzt haben wir Vitamine halt, die haben einen gegeben. Die anderen 13 sind noch wunderbar beieinander, momentan noch. Aber das heißt, dass der Erreger sowieso im Bauch drin hat, bleibt und dann irgendwann ausbricht. Ja, und jetzt haben wir das eine separiert, also in einen eigenen Stall rein. Das ist ganz schwach und das tun wir jetzt mit Vitamintabletten füttern und besonders Futter, dass sie sich nicht so anstrengen muss. Ein bisschen Ei, ein gekochtes Ei und ein Oregano tun wir rein, das ist auch empfohlen. Das ist auch empfohlen als natürliches Mittel gegen Kokzidien. Und wenn man Glück haben, übersteht es, wenn wir Pech haben, ja, dann übersteht es leider nicht. Wie gesagt, Chancen stehen schlecht für das eine, weil 80% der Fälle sterben. Und wir hoffen natürlich, dass Statistik in dem Fall falsch ist, dass das eine nicht sterben will, welche denn die Kokzidien. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir da nicht alle befallen sind und das jetzt dann nach und nach ausbricht. Weil, die muss man sich so vorstellen, die Kokzidien, das ist wie eine Blinddarmentzündung für die Hühner. Also wie bei Menschen ist das eine Blinddarmentzündung, bei den Hühnern ist kein Kokzidien, da ist der Stuhlgang, sag ich mal, da ist ein bisschen Blut dabei, der ist ganz flüssig. Also, ist wirklich nicht gesund, würde ich sagen. Und das kann eigentlich dadurch aufgenommen werden, der Erreger ist ja meistens in Schnecken drin. Also das müsst ihr euch vorstellen, in Schnecken und Wirm ist die Kokzidienerreger drin und dann fressen die Hähner natürlich das und nehmen deren Erreger automatisch auf. Also der ist in der Umwelt, braucht bloß eine Wildanten durchfliegen und sich erleichtern. Und die Hähner picken das dann an und zack ist die Bakterie in ihren Darmtrakt drinnen und haben befallen. Die älteren Hähner, die stecken das meistens ein bisschen besser weg. Aber die Jungtiere, wie gesagt, 5 bis 8 Wochen, die haben da ganz schlechte Chancen. Aber wir sind gute Dinge. Das eine wird jetzt richtig aufgepäppelt. Er wird sich richtig Zeit genommen, dass er diese Chance hat, dass durchkommen kann. Ja, so viel dazu. Wo Freude ist, ist auch Leid. In dem Sinn, wir sind gute Dinge, dass wir das auch überstehen und dass natürlich die anderen dem Ganzen nicht so, dass denen das nicht so aufgeholzt wird. Meine Spezialisten haben wir keine und die anderen Spezialisten sagen, Hähner ist von Haus aus dem ausgeliefert, also Kokzidien hat es auf alle Fall einmal im Leben. Ja, und wenn es denn so ist und das, der Hähner das einmal haben will, dass dann immun ist, dann müssen die alle dadurch. Mei, einerseits ist Freude, andererseits ist es Leid. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber hoffen wir mal, dass wir ein bisschen Glück haben. Jawohl, dann war es das wieder von heute, zu dem Film, zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Hähnerhäusl gefällt euch ein bisschen. Und was sagt ihr zu den Michalner? Schaut doch brutal gut aus, oder? Sind gut beieinander, eigentlich. Ja, wenn es natürlich irgendwo im Darm drin ist, dann kann man es nicht schmecken, auf gut Deutsch gesagt. Aber so, ein Neugewitsch vital, freuen sich des Lebens und dann sind wir auch zufrieden. Genau, alles klar. Dann, wie gesagt, sage ich wiederum Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, nächste Woche am Sonntag um 18 Uhr ist es wieder soweit. Kommt wieder ein neuer Film bei uns, den als Rapsbauern. Im Hintergrund vielleicht hört es. Und ich schaue jetzt auch mal aus zu deinen Burschen, was treiben. Gell? Alles klar. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert bitte den Kanal, weil nur dann werden euch die Videos vorgeschlagen, automatisch, damit ihr gar nichts machen.
und die Videos natürlich positiv bewerten, wenn sie euch taugen, wenn sie euch gefallen. Ich darf mich sackrisch freuen. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Aus dem Grombelli. Habt ihr Servus und einen schönen Feierabend.